Einmal im Jahr versetzt eine 900 Gramm schwere Eisenkugel ein irisches Dorf in Ausnahmezustand. Tausende wollen zusehen, wenn sich die besten Bosler aus Irland, den Niederlanden und Deutschland auf den Straßen der 100-Seelen-Gemeinde Ballincurrig duellieren. Das ist nicht nur etwas für die ganz starken Männer, sondern auch für noch stärkere Frauen. Julia Heiken und Jari Sturm, Ralf Log und Anke Klöpper haben eine gemeinsame Mission. Sie wollen den selbstbewussten Iren bis zum Ende trotzen. Egal wie viele Titel die Superstars der Szene schon eingesammelt haben. Die vier Athleten des friesischen Klotschießerverbandes wollen King and Queen of the Roads 2017 werden. Tag 1 in Irland. Zum vierten Mal tritt die 25 Jahre alte Anke Klöpper beim renommiertesten Einladungsturnier des europäischen Boßelns an. Mit welcher Zielsetzung gehst du an den Start? Ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall endlich mal ins Finale kommen und die beiden Lokalmatadoren Carmen Ryan und Emma Fitzpatrick in die Schranken verweisen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Da gehört natürlich die Tagesform dazu und das kleine Quäntchen Glück gehört auch dazu und ich hoffe, dass es einfach dieses Jahr endlich mal passt. Um sich bestmöglich vorzubereiten, bleibt der Sportlerin, die für Südale wirft, lediglich eine Trainingseinheit. Papa Peter soll als Bahnweiser mit all seiner Erfahrung helfen. Müdigkeit vorschützen gilt nicht. In der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober ist der FKV-Tross angereist. Wenig Schlaf, dafür große Vorfreude begleiten die Athleten 2 Stunden nach der Ankunft im Quartier in Südirland auf die gewöhnungsbedürftige Wettkampfstrecke. Nur eines kann den Trainingseifer der Ostfriesen bremsen, ausgerechnet der Verkehr. Der nächste Morgen. Das Wetter ist den Werfern auch am Freitag, den 13. hold, der für Anke Klöpper zum Glückstag werden soll. Viel Regen, viele Zuschauer und die Chance in der Hand, ins Finale einzuziehen. Komm Anke! Und tatsächlich, die 25-Jährige gewinnt ihr Halbfinale souverän. Ein großer Moment, auch für den Vater. Wir sind natürlich überglücklich, dass wir das endlich jetzt im vierten Anlauf geschafft haben. Wir haben den Glauben nie verloren und ich muss sagen als Vater, ich bin unheimlich stolz auf Anke und was sie hier auf der Straße fabriziert haben, vor ihren Zuschauern, die ihr auch Respekt gezollt haben. Ich meine, Anke ist ein verdienter Finalist und für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Freude darüber, Carmen Ryan und Emma Fitzpatrick klar distanziert zu haben, bricht sich schnell Bahn. Während die eine feiert, blickt der andere auf sein Halbfinale am Sonnabend. Männerwerfer Ralf Log ist vor dem Wettkampf des Jahres aber noch ganz entspannt. Ich möchte natürlich gerne wieder versuchen, so wie letztes Jahr hier an den Start zu gehen. Hoffe, dass es einigermaßen trocken bleibt. Versuchen, einen guten Wettkampf abzuliefern. Und dann muss man sehen, was dabei rauskommt. Also konkrete Ziele hast du nicht? Konkret, ja, man kann sagen, dass man vielleicht wohl nochmal das Finale werfen möchte, aber wie man hier jetzt heute wieder gesehen hat, mein Glück und Pech liegen sehr nah beieinander. Und wenn man dann morgen, keine Ahnung, trotzdem gut wirft und man hat ein paar Mal Pech, das ist echt schwierig, dann sowas wieder rauszuholen. Oder die Münze fällt nicht so, wie erhofft. Ralf Log muss gegen Gary Daly und Brian O'Reilly als Dritter im Bunde nachlegen. Er kann sich das zweite Semifinale derweil in Ruhe anschauen. Thomas Mackel hatte sich 2-mal in Folge zum King of the Roads gekrönt und vor seinem Wettkampf kurzerhand 6.000 Euro auf den eigenen Sieg gesetzt. Ebenso sein Kontrahent Martin Koppinger, der um die gleiche Summe ärmer nach Hause geht. Denn und ihre wirkt, als käme er gerade aus dem Pub. Jeans und Poloshirt lassen keinen Spitzensportler vermuten, aber wenn Mackel wirft, kennt er keine Freunde mehr. Das würde auch Ralf Log zu spüren bekommen. Der Großheider will ins Finale und schlägt sich bei den Wasserspielen in Südirland hervorragend. Mit all seiner Routine lässt er sich weder von den Straßenverhältnissen noch vom Wetter düpieren. Bis zum letzten Wurf liegen er und Daly gleich auf. Am Ende entscheiden auf der 2,2 Kilometer langen Wettkampfstrecke 20 Meter. Die ist der letzte Wurf des Lokalmatadoren länger.
es war greifbar und das ist Sport und der Bessere gewinnt halt. Natürlich hätte ich da gerne nachgegriffen, aber Daly hatte beim letzten Wurf die bessere Linie gefunden und somit geht es dann auch zurecht. Dennoch hat der FKV am Sonntag noch zwei Eisen im Feuer. Julia Heiken und Jari Sturm wollen den zweiten Titel in der Jugendkonkurrenz in Folge gewinnen. Und das gelingt den beiden Nachwuchswerfern eindrucksvoll. Der FKV-Vorsitzende rechnet den Siegesdreisatz vor. Trainingsfleiß, Wille und dem Wetter trotzend, und dann kann man sowas vollbringen. Beide haben eine optimale Leistung abgebracht, haben keinen Fehler gemacht, haben auch kein Pech dabei gehabt und haben überlegen gewonnen. Der Rest ist Jubel. Wie fühlt sich's an? Also, ich kann es eigentlich noch gar nicht wahrhaben, hier gewonnen zu haben. Das ist einfach unbeschreibliches Gefühl. Und ja. Was war für euch denn der Schlüssel zum Erfolg? Ja, also erstmal noch danke, und ich weiß gar nicht so genau, weil das fing oben schon an, das lief einfach durch, wir haben beide total sicher und gut geworfen. Also im Training waren wir schon gut und ich dachte, die Leistung könnten wir niemals wieder nochmal so hier abspulen, aber es war einfach noch besser und dann, also irgendwie waren wir gar nicht so auf das Glück angewiesen, weil wir das durch unsere Leistung schon relativ klar machen konnten. Also es lief einfach gut mit und dann, ja, das spielte alles zusammen, ich weiß auch nicht. Wir haben uns gut gestellt, das war gut. Es passte. Ja. Und wie wird heute jetzt noch gefeiert? Ja, hoffentlich ja doppelt. Wir hoffen natürlich erstmal, dass Anke das nachher auch noch schafft. Genau. Und dann ist die Party natürlich noch ein bisschen größer, aber ja, hoffentlich ausgiebig. Besagte Anke ist da schon längst in der Konzentrationsphase. Eine satte Stunde verspätet dürfen die Ostfriesin und Kontrahentin Kelly Mellon endlich zum Finale auf die Straße. Während Klöppert zum ersten Mal dabei ist, hat Mellon schon 5 Titel vorzuweisen. Das Feld des Bären scheint da klar verteilt. Zumal die Iren die widrigen Streckenverhältnisse aus dem FF kennt. Peter Klöpper hilft, die richtige Linie zu finden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kämpft sich seine Tochter heran, hält das Rennen bis zum vorletzten Wurf offen. Den letzten Schritt geht indes wieder einmal der Shootingstar des King and Queen of the Roads. Kelly Mellon triumphiert zum 6. Mal. Dennoch, Anke Klöpper kann stolz auf das sein, was sie in Irland geleistet hat. Sie war 2 Wurf hinten und hier am Ziellein war das sehr knapp. So, es ist immer schwer, Kelly Mellon zu werfen, aber sie hat das fantastisch getan. Und ich weiß, sie wollte am einen Tag auch die Queen of the Road gewinnen. Die gewonnene Medaille um den Hals wiegt schwerer als die Enttäuschung über das verlorene Duell. Nach dem Wettkampf ist einfach eine große Last von mir gefallen. Ich war sehr angespannt und ich bin nicht so gut gestartet wie halt im Halbfinale. Ich war 2 Wurf hinten. Von Enttäuschung kann man da nicht sprechen. Ich habe wirklich gekämpft bis zum Schluss, weil ich wusste, das ja, raue Ende kommt noch, da ist noch alles möglich, ist eine lange Strecke. Und von daher, ja, ich bin einfach nur glücklich, dass ich so einen Wettkampf abgeliefert habe. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass du leider Gottes auf Platz 2 gelandet bist? Ja, ich glaube, Kellys Wurf von der No-Play-Linie weg, das war eine Granate. Den hat sie eigentlich ein bisschen verworfen und der lief dann einfach in die ganz lange Zielkurve rein. Und wäre das, glaube ich, nicht passiert, dann wären wir ungefähr 10, 20 Meter auseinander gewesen. Und somit war es jetzt schon fast wieder ein Wurf, aber dennoch habe ich da auch nicht aufgegeben. Das war, glaube ich, ja, der ausschlaggebende Wurf, den sie da zum Schluss geworfen hat. Jetzt ist das Finale vorbei, damit endet auch die Irland-Tour, sage ich mal so. Ja. Wie lautet dein Fazit? Ich bin einfach nur glücklich, dass ich ins Finale gekommen bin, dass ich so einen Wettkampf abgeliefert habe, dass ich wirklich gekämpft habe bis zum Schluss, dass ich da froh drüber sein kann. Das haben mir die Iren auch mehrfach jetzt gesagt, auch bei der Siegerehrung wurde es gesagt. Und ja, ich bin einfach nur glücklich, dass ich so ein paar tolle Tage hier hatte, dass ich so solche Wettkämpfe abliefern konnte. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass ich dann nächstes Jahr nochmal hier starten darf, um dann nochmal ins Finale zu kommen und vielleicht dann auch die Queen of the Road zu werden. Irland ist eben nur einmal im Jahr.
dafür aber in jedem Jahr.